Sehr bunter Fuchs da. Mit viel Weiß. Großaufstellung. Bisschen gespannt. Erste Trabverstärkung. Sehr gut abfußend. Vergleichbar mit dem Fuchs von Katrin Burger. Genick doch etwas eng eingestellt für ganz hohe Wertnoten. Auch hier in den gut kreuzenden Traversalen wirkt das Pferd in der Genickhalseinstellung etwas zu eng, die Nase ist nicht an der senkrechten oder gewünschterweise leicht vor der senkrechten. Übergang zur Passage gelingt, gut abfußende Passage. Piaffe gut zentriert, aktiv im Hinterbein. Nicht ganz so schön angewinkeltes Vorderbein, aber schon sehr gute Übergänge. Auch hier nochmal eine gelungene Passage. In der Wendung für junge Pferde gar nicht so einfach. Aus der Verstärkung wieder in eine energisch abfußende Passage. Da in der Passage fußt der Wallach schon im Vorderbein gut ab. In der Piaffe hier zu sehen, verliert sich das so ein bisschen. Er wird etwas hektisch, schwingt nicht mehr so schön ein wie in der Passage. Aber man sieht, dass hier ein Grand Prix-Pferd heranwächst und ganz schön in Szene gesetzt von dieser erfahrenen Reiterin. Der Schritt auch zu sehen, nicht mit der gewünschten Losgelassenheit und Halsdehnung, daraus resultierend auch nicht mit dem gewünschten Übertritt. Auch im versammelten Schritt wirkt der Wallach in der Vorderbein etwas gebunden. Galopp in der Verstärkung, energische abfußende Beine, wieder eine relativ enge Genickhalseinstellung. Da verschenkt sie so in jeder Lektion gern mal einen halben oder eine ganze Note. Galopp Traversale. Was hektisch. Ebenfalls Galopp-Pürette. Noch fehlt einfach die Routine. Vielleicht auch die Kraft. Jetzt so am Ende der Aufgabe. Zweierwechsel. Schnurgerade. Das könnte ein höchstens die unruhige Schweifhaltung etwas stören. Galopp Traversale nach rechts. Wieder mit einem sehr engen Hals. Hier die Galopp-Pürette rechts. Noch mit wenig Kontrolle. Sieht man, dass da noch so ein bisschen die Routine und Erfahrung fehlt. Beide Püretten nicht mit der gewünschten Kontrolle. Einer Wechsel mit viel Ausdruck, jedoch ein
Ein Fehler. Ein Wechselfehler in der Mitte. Aber hier wächst ein Grand Prix Pferd heran. In dem jungen Alter. Nochmal eine tolle Passage. Piaffe wieder so ganz leicht klebend. Und nochmal ein schönes Halten.